Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kosti und heute gibt es mal wieder eine Summoning Session. Eine kleine zumindest, meine wöchentliche. Denn ich habe jetzt letztens ein neues Nat 5 gezogen. Den guten Taranis. Haben jetzt auf Speed HP Death gewohnt, auf Gewalt Broken, so wie alle. Und ja, ist auch noch nicht vieles noch nicht Max. Die ist sogar schon Max, ui. Ja, hört sich soweit ganz gut an. Ist auch das nächste Monster, wo ich meine Devilmons reinstecke. Natürlich hier exzellent, alles nur in der ersten. Yay! Ja, egal. Ja, das heißt, ich werde jetzt wieder anfangen, regelmäßig Summoning Sessions zu machen. Und das, was ich ja damals vorhatte, wirklich mal zu zählen, wie viele Rollen ich brauche, bis das nächste Nat 5 erscheint. Im Moment habe ich nicht allzu viel, es sind jetzt die 3 vom Event und 7 Stück, also 10 Rollen. Ist eigentlich so ganz okay. Ich werde im Moment, hoffe ich, auf Talia, damit ich endlich bei den Rift Beasts dann mal ein bisschen besser draufstehe. Und ja, mal gucken. Ansonsten, was ich gern noch hätte, wäre immer noch ein Galleon oder Maruna, also das Feuerboom. Aber ja, nicht unbedingt. Das ist mehr so nice to have, sage ich mal. Weil die Windtriade. Ist eigentlich so nicht schlecht für TOA. Aber ich habe schon genug. Ich habe eigentlich genug TOA-Monster. Aber wieder ein neues Monster. Einfach für die Statistik. Ist auch nicht verkehrt. Naja, 10 Rollen, ein Blitz, ist so eigentlich ganz okay. Fliegt auch mit ins Lager. Jo, langsam füllt sich immer mehr. Ja, nee, wie gesagt, deswegen will ich jetzt mal wieder zählen. Also das waren jetzt meine ersten 10 Rollen. Und mal gucken, ob was die Statistik halt eben so bewahrheitet, brauche ich wirklich 200 Rollen ungefähr, um mein nächstes Nat 5 zu bekommen, oder kriege ich es vielleicht eher? Mal ein bisschen drauf achten, weil es ist ja trotzdem so, im Moment eigentlich brauche ich keine Nat 5, oder allgemein Monster, was heißt brauchen schon, aber brauchen eigentlich nicht, denn mir fehlen eh noch die Runen. Ich habe haufenweise Monster im Lager, die ich ungeruhnt habe. Den Halfers, den Windbaba, Lauren, ja, hier, wer ist Akamir? Den Feuerdruide, die Chloe, Chris, alles Monster, hier Isaac, alles Monster, die ich nicht runen kann, weil mir einfach die Runen fehlen. Und ich farm und farm und farm und farm und farm, aber bringt nichts. Seitdem ich jetzt ein bisschen mehr darauf achte, welche Runen ich behalte, ist das. Ja, behalte ich echt kaum noch Runen. Aber, wie gesagt, ich wollte nur kurz mal ein bisschen beschwören. Hatte gehofft auf irgendwie was Gutes, aber wenn nicht, dann nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt im Moment keinen. Klar, ich würde mich über Natalia riesig freuen, aber es ist nicht so, dass ich unbedingt es drauf anlege. Denn mittlerweile bin ich bei knapp 50 Sekunden in meinen schnellsten Dungeon Runs, also Drache zumindest. Ja, das reicht mir fürs Erste eigentlich. Im Durchschnitt bin ich gleich bei 58 Sekunden oder so. Ja, das ist völlig okay. Das war's auch schon. Wie gesagt, ich habe ein neues Spielzeug, über das ich mich natürlich riesig gefreut habe. Achso, das war auch mein Blessing. Das heißt, und ich konnte wählen zwischen dem Winddruiden und wer war es denn?
Feuerpolarkönigin, glaube ich. Ist das Polarkönigin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Brandia. Ist die Brandia? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die. Ja, für ein Raid-DD oder sowas wäre die zwar nicht schlecht gewesen, oder für die Rift-DDs, aber daran ist es halt eben, ja, das ist eine tolle Unit für PvP. Und da würde ich mich trotzdem langsam ein bisschen mehr drauf spezialisieren. Nur wieder doof, dass es kein DD ist. Ich bräuchte langsam echt ein paar gute DDs. Naja. Vielleicht das nächste Mal. Ansonsten, euch weiterhin viel Spaß mit Summoners War und bis zum nächsten Mal. Haut rein!